Oh, ich kann sogar noch eine Sache bauen. Dann heilen meine Speer sich bitte. Es ist mutig, was ich vorhabe, aber ich möchte es wagen. Angriff. Die sind natürlich in der Stadtverteidigung. Es ist alles andere als chillig. Und wir werden, glaube ich, ganz schön böse auf die Fresse kriegen. Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren Geflüchtenrunde Let's Play. Civilization 6 Gatwings Dorm, Alter. Jawohl. Es ist soweit. Wir bereiten uns auf den Krieg vor, weil der Typ da hat auf meine Fußmatte geschissen. Ja, und das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und natürlich ist die Glaubens- und Kriegsministerin Muku mit am Schlüssel, denn Muku macht Muu. Oh yeah. So, ich würde ganz gerne plündern. Kann ich aber noch nicht. Ich würde ihm... Kann ich ihm den Krieg erklären? Erzeugt Groll. So, Kriegstreiber Malusse. Groll. Wir werden einen Krieg erklären. Krieg! Mongo, was? Ja, halt die Fresse. Genug der Worte, heute stirbt die Mongolei eurer Niederlage entgegen. Ansichtssache. Gut, wir werden an dieser Stelle erstmal... Oh, hat das sich verpöst? So, wir greifen natürlich schon direkt seine Armee an. Er gibt richtig Nackenschelle heute. Gibt die richtige Nackenschelle. Jeder braucht das. Jeder so, wie er es verdient. Ladies and Gentlemen. Und ihr bewegt euch auch mal bitte in diese Richtung. Denn ihr wisst Bescheid. Wir befinden uns im offenen Kriegszustand. Ich würde ganz gerne mit Rom reden. Rom muss Rom bleiben. Ein Freund von niemand anderer als sich selbst. Wow, du bist ein Wichser. Aber ich schicke dir mal eine Delegation. Eure Handelsdelegation ist willkommen und hat uns mit ihrer Güte überwältigt. Ich danke euch für die Geschenke. Ja, ne, weiß Bescheid. Auf Wiedersehen. So, die haben auf jeden Fall ein paar Truppen. Wir müssen aufpassen. Es wird nicht einfach, so früh schon ein Krieg anbrechen. Geil! Ihr zieht euch bis hier hoch, um gegebenenfalls eingreifen zu können. Ich möchte, dass ihr euch bis zur Heilung verschanzt. Und ihr errichtet bitte eine Plantage. Ihr dürft euch heilen. Und euch schicke ich zum Angriff. See ya! 1-0. Easy, Junge. Easy. So, ich möchte eine Straße plündern. Nein, wir lassen die Straße sogar da. Bis zur Heilung verschanzen, und bei denen hatte ich auch bis zur Heilung verschanzen, glaube ich, drin. Sehr schön. Das heißt, wir werden Scheuer, keine Ahnung, Gesundheit, ich glaube, wir nennen die Stadt einfach Gesundheit. Die werden wir erobern, auf jeden Fall. Weil das kann nicht sein, dass er... er hat aber auch keine andere Art und Weise, sich zu expandieren, ne? Er darf gerne Richtung Nordosten, kein Problem. See ya. Aber nicht in meine Richtung. Das ist klar, dass wir uns auf die Art und Weise um diesen Ort streiten werden. Und daher ist es enorm wichtig, dass wir früh expandieren. Ich hätte ganz gerne dann noch ein bisschen Kupfer. Ihr kennt's. Das wären zwei Züge, Leute, ne?
Aber er muss. Ich möchte, dass du dich noch ein bisschen heilst. Das wird nicht einfach. Es wird nicht einfach. Er hat eine Bevölkerung von 5. Ich möchte aber auf jeden Fall dieses Gebiet hier haben. Alleine schon aus strategischen Gründen. Wenn er aus der Hauptstadt angreift, wird es eng. Und der erste Krieg ist einfach schon da. Leck mich hart. Das ging echt zügig, Freunde. Das ging richtig zügig. So. Wir können eine Produktion wählen. Sehr schön. Ich würde ganz gerne immer noch auf Krieger gehen. Der antike... Schwache Nahkampfeinheiten. Drauf geschissen, Freunde. Lol, nicht verkacken hier. Wir gehen einmal auf nächste Runde. Das habe ich gedacht, dass er das macht. Das ist sogar gut, dass er das macht. Zivilisationen haben neue Technologien und Ausrichtungen entdeckt. Und bald wird die ganze Welt das Erwachen eines neuen Zeitalters erleben. Unsere Taten in dieser Ära könnten unsere Zivilisation in ein goldenes Zeitalter führen. Oder vielleicht liegen auch dunklere Zeiten vor uns. Gut, wir wollen aber natürlich... Antike endet in 10 Runden. Oha. Angriff. Hau ihm auf die Fresse. Das war jetzt sehr spektakulär, Freunde. Es war super spektakulär. So, die Einheit muss von dort nach da. Ihr seid auch noch nicht ganz bereit, was ein Problem ist. So, unsere Grenze ist erstmal abgedichtet. Wir haben bald eine Fernkampfeinheit, die gelinde ausgedrückt Kacke ist. Ja? Unsere Armee, sie glänzt aber hoffentlich ausreichend, um diese Stadt einzunehmen. Ich muss doch vom wilden Affen gebissen worden sein, dass ich jetzt schon in der frühen Spielphase in der 4. Episode Krieg führe. Wow! Was geht da ab? Da hat jemand die hängenden Gärten abgeschlossen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hat er meinen Respekt? Du errichtest bitte eine Mine. Oh, ich kann sogar noch eine Sache bauen. Dann heilen meine Speer sich bitte. Es ist mutig, was ich vorhabe, aber ich möchte es wagen. Angriff. Die sind natürlich in der Stadtverteidigung. Es ist alles andere als chillig. Und wir werden, glaube ich, ganz schön böse auf die Fresse kriegen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Oh mein Gott. Das könnte ganz böse enden. Angriff? Das lohnt sich ja mal null. Schleuderschützen. In die zweite Reihe aufstellen, Leute. Wir müssen weiterhin Armee produzieren. Heilige Städtegebet. Oh. Schleuderschützen. Gut, da das geklärt wäre, möchte ich, dass ihr hier ein Feld errichtet. Wir brauchen nämlich auch sowas mal wie Nahrung, ne? So ein Bauernhof. Wäre gar nicht mal so scheiße, wenn man mal überlegt, dass die Lebensmittel, die mein Volk verfuttert, die müssen ja auch irgendwo produziert werden, ne? Die werden ja nicht einfach in einem scheiß Supermarkt gespawnt. Ihr errichtet bitte einen Bauernhof. Cool. Das ist schon mal gut für unsere Wirtschaft. Ihr müsst euch zurückziehen.
Da haben wir keine Chance gegen. Jetzt hoffe ich, dass er so dumm ist, den anzugreifen. Weil die Einheiten, sage ich euch, wie es ist, die verlieren wir. Oh, 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 das ist böse. Wir versuchen die Stadt gleich noch aus der Ferne anzugreifen. Wir werfen einfach mit Steinen auf sie, ja. Das wird natürlich eine ganz heikle Nummer. Aber Einheit benötigt Befehle, ja. Kannst du haben. Kannst du gerne haben, Monsieur. Ich möchte schon, dass ihr euch auf den Angriff vorbereitet. Ich möchte, dass das fetzt, ja. Und ich möchte auch, dass hier hinterher keine großen Fragen entstehen. Darf er das? Ja, darf er. Next! Scheiße, ich hab's befürchtet. Ja, aber auf die Art und Weise hast du jetzt... Ja. Das ist nicht nett. Wir haben eine Einheit, die befördert werden kann. Gegen Kavallerie. Kampfstärke, Verteidigung. Nah und... Au. Schildkröte. Gut. Ihr macht den Angriff. Wie weit kommst du? Nicht weit genug, glaube ich. Du kannst es versuchen. Aber ich glaube nicht, dass es was wird. Ja, genau das habe ich befürchtet. Das sieht alles in allem ganz schön scheiße für uns aus, ja? Ich möchte es einfach mal betonen. Nächste Runde. Ja, das war dämlich. Das war jetzt wirklich von ihm ganz schön dumm ausgespielt. Wir brauchen mehr Krieger. Ich möchte, dass du dorthin gehst. Dort haben wir keine Einheit mehr. Das könnte geil werden. Ich will diese Stadt haben. Auf jeden Fall, Freunde. Wir müssen diese Stadt einnehmen. Allein schon aus Prinzip. Ja, sehr gut. Überlass das Erkunden mir. Ja, von mir aus. Geh mir jetzt nicht auf Eier rum, sonst bist du der Nächste, der von mir eins an die Fresse kriegt. Angriff! Oh, Greifer an. Greifer an, Long. Aber erstmal möchte ich, dass du einen Fernangriff ausführst. Zack, zack. In your face. Okay, die produzieren wir nicht mehr. Die sind ja mal komplett scheiße. Das ist schon effizienter, liebe Kinder. Das ist effizienter. Next round. Dieser Krieg kostet uns mehr, als er uns einbringt. So, er möchte Frieden. Ihr Angebot. Er will uns... Er will aber auch Gold von uns. Hä? Nein, Alter. Okay, aber wir nehmen ihn trotzdem an. Wir nehmen ihn an. Nee, ich will die Stadt haben. Chanor, bietet er an. Frieden schließen. Diesem Handel stimmst du nicht zu. Ja, dann hast du Pech. Oh, ihr werdet mir auch schon geben, was ich will, so oder so. Ja, Hasi mit Toyota werden wir nicht. Halt die Fresse. Antike endet bald. Seine Mama endet bald. Angriff! Angriff, wir brauchen mehr Soldaten. Angriff! Das tat jetzt doch gut weh, muss ich sagen. Lächerlich. Das ist ja mal komplett lächerlich. Wir müssen da mehr Leute hinschicken, ich schwör's euch. Das ist ja mal heftig. Da kannst du noch angreifen.
Da ist eine Beförderung verfügbar. Ja, das gefällt mir doch direkt. Das finde ich super. Nächste Runde. Unser Verständnis von Spielen und Erholung wird die Zukunft der Menschheit in der Klassik bestimmen. Richtig. Wenn Brot die erste Notwendigkeit des Lebens ist, kommt Erholung ganz knapp dahinter. Brot? Nack, nack. Alles klar. Gut, Brot und Spiele ist da. Brot und Spiele erglänzt. Okay. So, wir haben hier eine Beförderung. Kann durch Wald und Dschungel sehen. Auf Hügel Geländefilter. Jo. Kennung. Er hat seine Einheit auch befördert, was mich ziemlich triggert. Zugegeben, das triggert mich wirklich ganz schön heftig. So, ich möchte, dass du ein nach dort gehst, du gehst nach da. Und dann bombardier den Scheiß. Ihr müsst euch heilen, das ist wichtig. Damit der Angriff gleich ein bisschen mehr Bums hat, jo. Straßenboden verbessert, alles klar. Dann haben wir hier Geschichte geschrieben, auch sehr, sehr gut. Ausrichtung können wir wählen. Gemeinsamer Krieg einem Krieg anschließen wäre schon sinnvoll, ne? Mystik. Frühes Reich! Vergeltungskrieg können wir auch machen. Nice one. Also haben wir hier ein bisschen was, womit wir was anfangen können. Ich brauche mehr Truppen. Ich brauche mehr Truppen. Oh, ja, 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 ja. So, dann brauchen wir nochmal einen Krieger. Und ab in die nächste Runde. Ich will diese Stadt haben. Um es mal klar zu betonen, Freunde. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Du kannst nochmal eins auf die Nuss kriegen. Oh yeah. So. Angriff. Weiter nach vorne. Ihr rückt einen nach da. Und einen nach da. Hast noch einen Zug? Geil. Ne, damit ihr nicht einpennt. Oder denkt, wir sind nicht mehr da. Wir sind noch da. Eine Beförderung ist verfügbar. Das finde ich ja großartig. So, er würde uns Gold geben. Und er möchte Frieden. Ich möchte die Stadt haben. Diesem Handel stimmt er nicht zu. Tja, Genghis Khan. Gelitten.de, Alter. Gelitten.de. Was ist das denn? Es ist an der Zeit zu entscheiden, welche unserer Errungenschaften, unserer Geschichte wir feiern möchten. Dies wird unser Volk inspirieren, weiterhin auf dem Weg vorwärts zu streben, den ihr gewählt habt. Okay. Die Geschichte geht weiter. Und die Welt hat ein neues Zeitalter erreicht. Die Zukunft könnte unserer Zivilisation ein goldenes oder dunkles Zeitalter bescheren. Geboren aus den Taten in unserer jüngsten Vergangenheit. Jo, alles klar. Bronze ist der Spiegel der Form. Wein ist der Spiegel der Seele. Interessant. So, wir haben erstmal eine Einheit, die befördert werden kann. Barbarenlandkrieger, ey, jetzt mal ernsthaft. Das ist natürlich ziemlich kacka. Wir können eine Widmung wählen. Unser aktuelles Zeitalter ist ziemlich golden, finde ich geil. Ihr befindet euch in einem goldenen Zeitalter. Oh yeah, fortfahren. Wir könnten eine freie Forschung machen. Aha. Fortbewegung, alle Handwerker. Der Evangelisten. Ich denke mal, freie Forschung ergibt Sinn. Gute Nachrichten.
Unsere Errungenschaften haben unsere Zivilisation in ein goldenes Zeitalter katapultiert. Sehr schön. Während dieser Zeit wird unsere Zivilisation stärker und loyaler denn je sein. Sehr schön. Zwei Ressourcen haben wir entdeckt. Ach du meine Fresse. Eisen und nochmal Eisen. Das ist aber gar nicht mal so verkehrt, Freunde. Wir brauchen nämlich Eisen für unseren Krieg. Ich hätte ganz gerne... Eigentlich brauchen wir beides, ne? Bogenschießen, Segeln brauchen wir. Tierzucht, Attacke. Unsere Einheiten benötigen Befehle. Ja, dann musst du wohl so angreifen. Hab ich mir auch anders vorgestellt. Dass die jetzt Hilfe auch noch von den Barbaren kriegen, Mann. Du in die Richtung. Das dauert da noch. Wir kaufen uns noch... Oh, lol. Wir kaufen uns... Nichts. 160 Gold. Alter Schwede. Liste. Mehrfachliste. Was hat's hier damit? Ah. Cool. Ich könnte also jetzt eine Liste erstellen. Und kann ich dann da noch einen Krieger reinballern? Krieger. Ein Handwerker. Und dann irgendwas Cooles. Ey, das ist geil. Also, wir haben jetzt sogar eine Liste. Cool. Das ist eine Funktion, die gefällt mir aber sehr, sehr gut. Leute. Ist ja hochgradig nice. Sehr schön. Wir haben eine Einheit verloren. Ja, moin, GG. Wir brauchen eine neue. Jetzt kaufen wir sie doch. Ja, moin. Nächste Runde. Ich will diese Stadt haben. Ich mag Schweine. Hunde schauen zu uns auf, Katzen auf uns herab. Jo. Schweine begegnen uns auf Augenhöhe. Winston Churchill hat das gesagt. Das ist wohl der positive Aspekt des Handels. Die Welt gerät gemeinsam in Aufruhr. Gut, alles klar. Wir können Außenhandel betreiben. Gefällt mir. Ich möchte, dass ihr weiter dort angreift. Ihr setzt auch noch mal einen drauf. Ihr müsst nach dort. Und die vergessen irgendwie, dass wir da sind. Und ihr müsst nach dort. Ich möchte... Lol. Ich möchte, dass hier weiter angegriffen wird. Sonst haben wir hier auf Dauer ein echtes Problem. Dauerfeuer, Abenteuer. Ihr wisst es, Keule. Ihr wisst es. So, eine Einheit kann befördert werden. Das finde ich hochgradig gut. Aber leider erst in der nächsten Runde. Genau so sieht's aus, Leute. Liebe Freunde, wir sind am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Ihr könnt natürlich auch komplett kostenfrei diesen Kanal abonnieren, damit ihr künftig nichts mehr verpasst. Und ich schwöre euch, hier wird einiges noch passieren, allerdings erst in der nächsten Episode. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit dir und noch einen wunderschönen Tag. See ya!